Ich habe mir vorgenommen, als Politiker klare und ehrliche Antworten zu geben. Die Menschen haben das Politsprech so satt. Und ich wollte Sie eine Frage stellen. Sind Sie jetzt wirklich bereit, sich von Ihrer Burschenschaft zu distanzieren? Und ich würde Sie dringlich bitten, da mal auch was klarzustellen. Sie sind heute derartig verzweifelt und deprimiert. Als ich Sie gesehen habe, vor 6 Wochen waren Sie noch ein fröhlicher Mensch und heute sind Sie derartig verbissen. Und jetzt nennen Sie mir Ihre. Herr Doktor, Sie sind heute so böse. Ich weiß nicht warum. Ich habe Ihnen nichts getan. Das ist voller Energie. Spiel. Sie müssen nicht so nervös sein. Heute haben Sie zu viel Kaffee getrunken, glaube ich. Ein bisschen weniger aggressiv, Herr Kuhn. Ein bisschen weniger aggressiv. Der Nachplappern ist auch interessant, das können Sie auch gut. Gut, wir halten fest. Also bitte. Wir halten fest. Aber ruhig bleiben. Ich halte Sie für eine Marionette von Strache und Kickl. Und das nächste ist dann Sie zeigen da mit dem Finger so böse. Sorry. Ich kenne niemand, der eine Diskussion anzetteln möchte wegen eines Anschlusses an Österreich oder einer Rückführung sozusagen nach Österreich. Denn Anschluss Südtirol, ist kein schönes Wort. Wegen Südtirol fährt. Herr Schönhofer, darf ich Ihnen eine wirkliche Frage stellen? Sie sind der Waffenpassbesitzer. Ihr Team hat schon wieder was vorbereitet für Sie. Nein, bitte lesen Sie runter. Lesen Sie es vor. Vom April. Als Stellvertreter. Ich kenne das schon. Ja, das haben Sie mir schon alles vorgelesen. Aber bitte noch einmal. Da muss ich wieder nachschauen. Ja. Das war ein Format, wo Sie gesagt haben. Ich habe das mit. Ich habe das für sehr interessant gefunden. Wer hat Ihnen gratuliert zum Sieg am 24. April? Welche Ministerpräsidenten waren das? Außer Herrn Orbán vielleicht? Schauen Sie mal. Das war Le Pen. Das ist jemand, der Sie unterstützt. Ich habe Sie was gefragt, Herr Hofer. Ihr seid ja so aggressiv. Ich habe Sie was gefragt. Beruhigen Sie sich.